Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen, lieber Zuseher. Schön, dass du wieder dabei bist. Auch heute ein ganz interessanter Gast und ein ebenso interessantes Thema, nämlich Werner Beetz. Und wir sind zusammengeführt worden von Thomas Ritter, der eigentlich eine andere Idee hatte, aber als ich Werner Beetz dann recherchiert habe, das mache ich natürlich immer, war mir klar, dass ich auch mit ihm Gespräche zelebrieren möchte. Und das heutige Thema, es wird sicher nicht das letzte sein, sind Portale. Ganz, ganz spannend. Also bleibt dabei. Lieber Werner, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich bin sehr gespannt auf deine Ausführungen. Ja, hallo, ich sage auch erstmal herzlich willkommen und ich bedanke mich für die Einladung. Und an der Stelle gleich mal einen lieben Gruß an den Thomas, der das ermöglicht Ja. hat, den ich seit ganz, ganz vielen Jahren kenne und mit ihm befreundet bin. Ein ganz guter, geschätzter, lieber Kollege von mir. Ja, und für mich ist er ein Gesprächspartner, der mich jedes Mal wieder wirklich, ja, da gibt es nur Wow. Ja, ich Das sitze glaube nur ich, ja. daneben und höre ihn zu und bin fasziniert über dieses Ja. enorme Wissen und vor allem auch, wie es bringt. Ja, das ist auch immer humorvoll und ja, schön. Mein Lieber, Portale. Es gibt sogar ein Buch von dir mit diesem Titel. Was magst du da mit uns teilen? Es gibt inzwischen sogar zwei Bücher. Das Oh. erste, Portale, eine Spurensuche in Vergangenheit und Gegenwart, und das nachfolgende. Das ist Portale sind Realität. In den beiden Büchern haben wir eine ganze Menge zusammengepackt zu diesem Thema, begonnen von eigenen Erlebnissen bis hin zu Recherchen in der jüngeren und auch älteren Geschichte oder vielleicht sogar auch Zukunftsvisionen. Also da steckt eine ganze Menge drin. Ja, such dir ein Thema aus, Erlebnisse Dritter oder Ja, also für mich sind Portale immer wieder ein Thema. Ich beschäftige mich seit ja, bald 50 Jahren mit der Astrologie und da gibt es immer diese Portalstage. Aber ich weiß, dass wenn du von Portalen sprichst, ist es etwas anderes, wobei das zusammenhängt, nehme ich mal an. Magst du da ja. erzählen? Also magst du erzählen, was ist das, was du als Portale bezeichnest, aber auch womit du arbeitest, spielst, sage ich lieber dazu. Ja, gerne. Also als Portale bezeichnen wir zunächst einmal Orte, an denen ein Übertritt zum Beispiel in eine andere Zeit oder in eine andere Dimension oder auch in eine, an einen entfernten Ort möglich ist. Im Prinzip sind es gleich drei verschiedene Dinge. Aber es wird ja immer alles unter dem Oberbegriff Portal zusammengefasst. Deshalb tun wir das auch und die sind auch alle miteinander verwandt, diese Orte. Diese Orte, die zeichnen sich aus durch eine besondere Energie, denn die müssen bestimmte Voraussetzungen haben und da sind wir schon bei dem Thema, was du gerade angesprochen hast, nämlich die Energie an den Portaltagen. Die Portaltage zeichnen sich ja auch aus durch spezielle Energien, die aber meist nicht näher definiert werden, die man eigentlich gar nicht näher definieren kann oder bisher konnte. Und wir versuchen auch genau das, um es den Menschen greifbar und erklärbar zu machen. Was steckt eigentlich dahinter? Also dahinter steckt tatsächlich Energie. Nun gibt es auf der Erde eben diese Orte, an denen die Energien unterschiedlich hoch sind. Und diese Energien, die schaffen eigentlich erst einmal die Voraussetzungen für einen Portalort. Diese Voraussetzungen sind an manchen Stellen auf der Erde natürlich extrem stark, extrem hoch. Denke an das Bermuda-Dreieck. Wir konnten dort aus erklärlichen Gründen natürlich noch nicht vor Ort forschen. Das würde ich schon gern mal auch mit unseren technischen Geräten am Bermuda-Dreieck Messungen, Forschungen vornehmen. Aber wir hatten schon sehr viele andere interessante Orte, an denen von
Portalerlebnissen, von Vorgängen berichtet wird, in der Vergangenheit, auch in jüngerer Vergangenheit oder immer wieder. Aber wie gesagt, wir sind der Meinung, die Orte schaffen die Voraussetzung dazu. Und da sind wir auch an den Portaltagen, denn die Portaltage, die erhöhen vermutlich die Voraussetzung. Das heißt, wenn eine bestimmte Energie an einem Ort permanent vorhanden ist, wobei wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass diese Energien schwanken. Die sind nicht immer gleich. Die sind mitunter immer da, aber nicht immer gleich stark. Und diese Portaltage, die erhöhen offenbar einen gewissen Energielevel, der auch in der Lage ist, diese physikalisch messbaren Energien zu erhöhen. Frag mich bitte nicht nach dem Zusammenhang. Wir arbeiten noch daran. Es ist inzwischen ein großes, ein weites Forschungsgebiet und da sind jetzt Leute dabei mit noch ausgefeilterer Technik als wir, die also noch in anderen Frequenzbereichen messen und nicht nur Frequenzen, also nicht nur Wellen, so wie wir im elektromagnetischen Bereich messen, sondern ein Kollege, der misst tatsächlich Veränderungen an diesen Orten oder an diesen Tagen, Veränderungen in der Energie, die zum Beispiel Auswirkungen auf klassische physikalische Experimente und auf physikalische Vorgänge haben. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Da könnte der Axel mehr dazu jetzt sagen. Zum Beispiel, dass die Energien an diesen Orten Auswirkungen auf das Spektrum haben, was eine Flüssigkeit erzeugt. Und noch viel, viel, viel mehr. Also da kommen wir langsam dieser Sache näher, auch durch die Zusammenarbeit mit so technisch und physikalisch versierten Kollegen. Inzwischen sind sogar Physiker, sagen wir mal, zu unserem Kreis gestoßen. Wir arbeiten mit ihnen zusammen und das ist eine tolle Sache. Sag, wie viele solcher Portale gibt es auf der Erde? Sind es ein paar, wenige oder sind es viele oder sind es unzählige? Ich bin inzwischen der Meinung, es sind unzählige. Es gibt auch temporäre Portale, die nicht immer vorhanden sind. Es gibt vielleicht auch Portale, die wandern oder wo die Energie wandern. Es gibt welche, die wurden in früherer Zeit hervorgehoben durch Bauwerke und durch Bearbeitung von Steinen, Megalithanlagen, alte Anlagen. Und die sind auch heute noch da. Man hat wohl nur nie, man hat vergessen, wie man sie aktivieren kann. Und das ist ja auch eine Frage, der wir nachgehen. Können wir diese Portale wieder aktivieren? Aber es gibt wirklich ganz, ganz viele oder unzählige. Es gibt auch Meinungen, die sagen, es gibt diese 12 Wirbel, diese 12 schrecklichen Wirbel, das sind die Portale. Einer davon ist zum Beispiel das Bermuda-Dreieck. Aber das sind für mich natürlich auch Portale, aber es sind für mich die stärksten. Das sind die stärksten energetischen Anomalien. Und das bricht sich eben herunter. Da gibt es dann schwächere und dann gibt es noch schwächere. Es gibt welche, die eben nur temporär auftauchen, wenn zum Beispiel Menschen ein Erlebnis haben, wo sie in eine andere Zeit oder in eine andere Welt schauen und das ganz unvermittelt, ohne dass sie, so wie wir, die Voraussetzungen dafür ergründen wollen oder zu versuchen zu ergründen und ohne dass sie die Energien verändern wollen, die stehen einfach da und haben dieses Erlebnis. Und diese Orte untersuchen wir auch oder haben wir auch schon untersucht. Und ich denke, gerade von diesen Orten gibt es ganz, ganz viele. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Umkreis einer Kirche, einer Wallfahrtskirche zum Beispiel, ermitteln, gibt es hier Portalorte,
die vielleicht für die Begründung der Wallfahrt irgendwann einmal ursächlich waren, weil da Dinge passiert sind, die sich die Menschen nicht erklären konnten, weil da eine Marienfigur plötzlich aus dem Nichts über Nacht erschienen ist und solche Sachen. Und wenn wir diese Orte dann untersuchen, dann stellen wir fest, ja, im Umkreis dieser Kirche gibt es nicht nur eine dieser energetischen Stellen, sondern da gibt es gleich mehrere. Und die bündeln sich da. Und die sind mehr oder weniger stark auch. Wir haben in Ortruf in Thüringen, da haben wir Untersuchungen gemacht im Umkreis der Kirche, die heute gar nicht mehr steht. Da steht nur noch der Turm. Da ist ja in ja, zu DDR-Zeiten vieles verschwunden und man hat die Kirchen, die zerstört waren, auch nicht wieder so systematisch aufgebaut wie bei uns. Aber der Turm ist noch da, der Grundriss der Kirche, den hat man im Pflaster abgezeichnet. Und die Gründung, das war ein Kloster, das war eine Klostergründung, und zwar durch Bonifatius persönlich, der dort vom Flussufer aus Engel gesehen hat. Also Engel auf- und absteigen. Er hatte eine Engelserscheinung und hat dort das Kloster gegründet. Und wir haben gesagt, okay, das schauen wir uns auch mal an. Dann messen wir mal einfach mit unseren einfachen Mitteln, die sich aber im Laufe der Zeit dahingehend spezialisiert haben, dass wir solche Orte ausfindig machen können. Und prompt hatten wir also gleich drei dieser hochenergetischen Punkte. Wären wir weitergegangen, hätten wir wahrscheinlich noch mehr davon gefunden im unmittelbaren Umfeld dieser Kirche. Da gibt's so viele Fragen, die da auftauchen. Also das Erste, was mir einfällt dazu, Kirche, es gibt in Wien, ich habe das zufällig vor kurzem gehört, in einer der Hauptstraßen gab es früher mitten in dieser Straße eine Kirche, und die eben die Straße herumgeführt hat, und die ist aus verkehrstechnischen Gründen abgerissen worden. Wäre zum Beispiel interessant, könnte man forschen, ob dort ein Portal war bzw. ist. Ja, das ist einmal die erste Frage. Zweite, du hast gesagt, es gibt also Portale in verschiedene Zeiten. Also Gegenwart, Zukunft sind mal die Zeiten. Ja, also Zeitreisen wären da möglich. Aber, und es gibt verschieden starke, verschieden intensive, wirksame. Ja, also so ein paar so ganz, ganz starke wie Bermuda-Dreieck. Wobei Bermuda-Dreieck, da sind ja die Menschen oder Schiffe oder Flugzeuge verschwunden. Die waren ja dann weg. Die kamen ja auch nicht wieder. Weil das ist für mich auch die Frage: Geht Mann, Frau, Wesenheit durch diese Portale quasi One-Way-Ticket? Oder in manchen ist man dann weg oder in manchen kommt man wieder zurück? Was weiß man darüber? Also, zunächst dazu, ich denke, beides ist möglich. Auch das Zurückkommen ist möglich. Vielleicht braucht man dazu auch eine gewisse Technik. Man muss vielleicht auch den Rückweg aktivieren. Und wenn man wie diese Schiffe oder Flugzeuge oder Menschen, wenn man unverhofft verschwindet, in einem solch starken Portal landet, dann hat man ja keine Ahnung, wie man den Rückweg aktivieren sollte. Das ist vielleicht das Problem, aber das ist nur eine Theorie, eine Vermutung von uns. Zu den Kirchen nur angemerkt, das wäre interessant. Wir waren auch schon in Wien und haben dort mal untersucht, es ist ja nicht jede Kirche, sondern man muss die Vorgeschichte der Kirche anschauen. Man muss also anschauen, hat die Kirche eine Geschichte, die sie vielleicht zur Wallfahrtskirche macht, also solch eine Erscheinung. Oder steht die Kirche vielleicht sogar auf einem alten Kultplatz? Das tun ja ganz, ganz viele. Und bei den Kirchen, auch da haben wir inzwischen die Erfahrung gemacht, das geht jetzt wieder in einen anderen Bereich, nämlich die Energietürme, dass also die Kirchen oft einerseits an alten Kultplätzen stehen, aber andererseits auf alten Energietürmen basieren, dass also die Kirchtürme überhaupt nicht ursprünglich Kirchtürme waren. Das merkt man daran, wenn das mitunter baulich überhaupt nicht zusammenpasst. Und das wäre auch wieder ein anderes, neues Thema. Aber zu deiner Frage, genau, was ist das mit dem Rückweg oder was haben die Menschen, nehmen die Zeitreisen vor?
Ich glaube eher nicht. Ich glaube, der Blick durch ein solches Portal ist nicht unbedingt sofort eine Zeitreise. Und bei einer Zeitreise müsste man ja in diese Szenerie aus der Vergangenheit eintreten und müsste interagieren. Da gibt es auch Berichte drüber. Wir kennen noch keinen Ort, an dem wir dieser Erscheinung mal nachgehen könnten. Oft ist es so, dass die Menschen einfach etwas sehen, was in der Vergangenheit dort war. Auch das ist mir ja selbst schon vor über 40 Jahren einmal passiert. Da hatte ich noch keine Ahnung, dass ich mich 40 Jahre später mit Portalforschung beschäftige. Das wusste ich noch nicht. Wir wussten überhaupt nicht, was uns damals geschehen ist. Und erst Jahre später kam mir dann der Gedanke, Moment, du hast doch schon viel von solchen Dingen gelesen und man denkt erst gar nicht daran, dass einem selbst das passieren könnte. Und ja, erst meine Forschungen in den letzten Jahren, die haben dann ja gezeigt, dass wir zu zweit, also ich war nicht alleine, dass wir zu zweit eine kleine Ansiedlung gesehen haben mit Menschen drin. Die Kinder haben dort gespielt, aber diese kleine Ansiedlung, die gab es tatsächlich an der Stelle vor 200 Jahren noch. Dann ist sie irgendwann verschwunden. Auf die Idee kommt man ja gar nicht gleich. Und das berichten immer wieder Menschen oder Menschen sagen, Mensch, ich hab da was gesehen. Die können es gar nicht erklären. Da stand etwas wie ein Kloster oder wie ein Schloss. Und ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ich finde es einfach nicht mehr. Und ganz klar, die haben etwas gesehen, was überhaupt nicht da war. Wir haben auch später überlegt, was wäre geschehen, wenn wir diese Straße, wenn wir hineingegangen wären. Wir haben uns damals nicht getraut, weil die Szenerie, die war so fremd für uns. Das ist natürlich, ist klar, wenn wir in ein Dorf schauen, zu einer Zeit vor 200 Jahren, dann ist das für uns ein ganz fremdartiges Bild. Und das war es auch. Wir dachten erstmal, das ist ein Armenviertel, die Menschen sind arm. Die Straße war nicht mehr asphaltiert plötzlich und die Kinder, glaube ich, waren barfuß. Die Häuser waren unverputzt und da stieg der Rauch aus den Kaminen. Und für uns war das so fremd, dass wir haben noch überlegt, dann nur ein Foto gemacht, habe die Geschichte schon mehrfach erzählt. Wir haben gesagt, komm, lass uns ein Foto mal von dieser seltsamen Szenerie machen. Ja, aber das war nicht auf dem Film. Da war ein leeres Negativ dann später auf dem Film. Naja, könnte das nicht ein Einblick in eine andere parallele Realitätsebene, also andere Inkarnation gewesen sein? Auch das ist möglich. Wir wissen ja nicht, wie das Dorf damals ausgesehen hat, aber anhand historischer Karten konnte ich zumindest eruieren, dass es dort die Häuser gab. Und es gibt sogar eine Karte, da sind die so an einer Straße aufgereiht, wie wir sie gesehen haben. Die Frage ist sehr berechtigt, die du jetzt gestellt hast, könnte es mit einer früheren Inkarnation von mir oder von einem von uns beiden zu tun gehabt haben. Oder von beiden, ne? Oder von beiden, dass wir sogar gleichzeitig Ja. früher dort inkarniert waren. Da kommt die nächste Frage auf. Kann jeder durch solche Portale gehen oder braucht es eine bestimmte Begabung? Also du hast gesagt, es gibt ja Menschen, die immer wieder quasi durchgezogen werden. Aber es kann ja trotzdem sein, dass die besonders sensitiv sind, besonders sensibel, besonders empathisch. Also, dass Menschen schon eine gewisse Voraussetzung brauchen, um überhaupt quasi, ja, um da durchgehen zu können. Oder kann das jeden erwischen quasi? Also ich sage mal, diese zufällige Begegnungen mit einem Portal, die kann eigentlich jeden erwischen, aber da ist er ja noch nicht durch.
Auch die Berichte von Menschen, die so in die Vergangenheit geblickt haben, die sind oftmals von Menschen, die überhaupt keinen Bezug zu Portalen und Portalforschung haben, die dann völlig überrascht sind, wenn sie erfahren, was ihnen da tatsächlich vielleicht passiert ist. Und um einen Schritt weiter zu gehen, so wie wir das jetzt machen, glaube ich schon, man muss zumindest eine gewisse Offenheit mitbringen. Jemand, der sagt, es ist doch alles Blödsinn, und wenn die alten Indios in Peru heute noch erzählen, durch dieses Tor da, Ayamachu, das ist ja ein sehr bekanntes Portaltor am Fels, es ist ja kein wirkliches Tor, sondern nur angedeutet, und wenn die heute noch sagen, durch dieses Tor kamen früher die Götter und haben mit unseren Priestern gesprochen und die haben auch Priester mitgenommen und die kamen dann auch wieder zurück, dann waren das Menschen, die wirklich die entsprechende Öffnung hatten, die also ja auch empathisch einen Bezug dazu hatten. Heute stehen die Touristen vor diesem Tor und sagen, naja, schön, war ein Portal. Toll, es ist ein tolles Foto, dieser Riesenfels mit diesem angedeuteten Tor mit den Säulen links und rechts. Und die Menschen fahren dahin. Das ist heute der Massentourismus, von denen wird keiner dieses Portal jemals durchschreiten. Wenn du weißt, was ich meine. Und die nächste Frage, die in meinem Kopf auftaucht, ist natürlich, werden die Portale mehr? Weil wir sind ja in einer Zeit der Transformation, in der ich ja da glaube, dass es darum geht, dass wir uns öffnen nach anderen Dimensionen. Ja, weil du hast ja gesagt, es sind auch Portale in andere Dimensionen, fünfte, sechste, siebte, noch höhere. Das heißt also, wenn die Erde aufsteigt, wie es ja heißt, wie wir alle glauben, wenn wir quasi uns bereiten für die neue Erde, dann braucht es vielleicht mehr Portale, um uns vielleicht zu helfen. Das heißt, könnte das nicht auch eine wunderbare Vermehrung geben? Das möchte ich mal offen lassen, denn wir wissen ja überhaupt nicht genau zahlenmäßig, wie viel es jetzt gibt. Es könnte ja auch genauso gut sein, dass wir von den vorhandenen immer mehr entdecken. Dass sich Könnte auch sein, ja. immer mehr von diesen Portalen uns offenbaren. Und ich möchte jetzt nicht vermessen sein, aber ich glaube, wir sind mit die einzigen Forscher derzeit auf der, zumindest im deutschsprachigen Raum, die sich auf die Art und Weise überhaupt über Energie, über greifbare Energien damit beschäftigen. Und auch wir finden immer mehr davon. Und dann ist die Frage, welche dieser Portale können zu dem von dir gerade beschriebenen Bereich, Zweck, Kreis gehören. Welche Portale können uns da irgendwann in diese Dimensionen führen? Ich bin auch davon überzeugt, dass es diese Dimensionen gibt. Und ich bin aber auch davon überzeugt, dass diese Dimensionen einen physikalischen Hintergrund haben, den unsere Physiker auf der Erde überhaupt noch nicht kennen. Da sind wir bei unserem Buch Riss in der Matrix, machen wir vielleicht auch mal zum Thema, Gerne, denn da wird es erklärt von einem Außerirdischen, dass unsere Physik der wahren Physik Jahrtausende hinterherhinkt. Ja, das hat vielleicht auch, vielleicht kommt durch diese Portale ja auch Wissen, Erkenntnis, Einsicht herein. Ja, also vielleicht waren diese Portale immer schon da und jetzt öffnen sie sich mehr und mehr oder jetzt werden sie durchgängiger, könnte auch ein Thema sein. Du hast zuerst erwähnt, 12 wichtige Portale, die also bekannt sind, so ganz starke. Magst du die aufzählen? Also das eine ist die Ja, oder drei, ne? das sind also solch riesige Regionen und die sind auch wie auf einem Kristall angeordnet auf der Erde.
da die alle sehr weit von uns weg sind und wenig erreichbar. Eines ist auch irgendwo im, ich glaube, in der Südsee oder unterhalb, das sind also solche Großregionen. Wir haben die noch nicht untersucht. Ich kann sie auch gar nicht alle namentlich benennen, weil Vortices werden die genannt, also schreckliche Wirbel. Und Ich glaube, in Sedona, in Amerika ist so einer. Sedona ja. heißt, gibt es so einen Vortex. Wahlvortex, ja, die sind auch regelmäßig angeordnet, wie gesagt, wie auf einem Kristall. Das ist ein Netz. Wir kamen, was wir viel interessanter dann fanden, darauf nämlich oder darüber, auf die Idee von zwei russischen Wissenschaftlern, die vor Jahrzehnten einmal das untersucht haben und gesagt haben, die ganze Erde ist eigentlich ein großer Kristall. Und an den Kanten des Kristalls und an den Schnittstellen der Kanten, da herrschen besondere Energien vor. Die haben es nicht mit Portalen in Verbindung gebracht, aber dadurch kamen wir drauf, das sind nicht nur diese 12. Die Russen, die sind wahrscheinlich viel näher dran gewesen damals. Es war eine Veröffentlichung in der DDR, so lange ist das schon her. Und die hat auch ein Deutscher dann übersetzt und zugänglich gemacht. In unseren Büchern ist auch die Quelle erwähnt. Aber da dachten wir, das ist eigentlich, das kommt der Sache noch viel näher, weil wir auf diese 12 uns gar nicht konzentrieren wollen. Das sind die 12, an denen halt schreckliche Dinge auch passieren. Es gibt ja auch Portale, an denen, wie im Bermuda-Dreieck, an denen solch schreckliche Dinge passieren, die wir nicht Also zuordnen können. schrecklich ist immer die Frage, nicht? Aus welcher Sichtweise, wer weiß, wo die landen. Vielleicht ist Ja. das wunderbar, ja. Also für die, die zurückbleiben, ist es schrecklich, aber Ja. wer weiß. Ja. Ja, auch das ist, da ist noch so vieles zu erforschen. Da ist jetzt auch ein Kollege, mit dem ich ein Buch zusammengeschrieben habe. Das zweite wird jetzt zu dem Thema, wird jetzt demnächst erscheinen. Da geht es um die Missing 411-Fälle. Und der ist also durch seine Recherchen drauf gekommen, dass da nicht nur Menschen in den Nationalparks in den USA, was der Politis da ja schon länger bearbeitet und ich glaube schon 10 Bücher oder mehr drüber geschrieben hat, dass diese Missing 411-Fälle auch andere Dinge erfassen, dass zum Beispiel Schiffswracks spurlos verschwinden, die am Meeresgrund liegen. Und das, da denke ich jetzt nur dran, er hat da Beispiele aufgeführt, da wollte man tauchen zu einem Schiffswrack und glaube, eine Gedenkplakette anbringen und ist da hinuntergetaucht und hat festgestellt, es ist plötzlich weg. Und dafür gibt es also keine Erklärung. Da sind keine Sandbänke, unter denen es verborgen sein könnte. Man hat dann vermutet, es wurde vielleicht von Schrottdieben, wurde es vielleicht abgeholt und zu Geld gemacht. Weil es ist alles nicht möglich, ohne einen Riesenaufwand. Fachleute haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Sie selbst hätten Probleme, das Schiff überhaupt nach oben zu bringen. Das würde Millionen kosten. Und da denke ich auch an das Bermuda-Dreieck. Wo sind die Schiffe? Wo sind die Flugzeuge? Liegen die am Meeresgrund oder sind die vielleicht auch längst schon weg in einer anderen Dimension, auf einer anderen Welt? Ja, da müsste man Remote Viewer drauf ansetzen. Ne? Die könnten da mal nachschauen. Also diese Fernwahrnehmer. Ne? Naja, ganz interessant. Wir arbeiten mit welchen zusammen? Ach Könnte so, ich mal eh. vorschlagen, ja? Ja, naja, also Ja. bietet sich an. Ja, wo Ja, ist ja. das? Gibt es die Titanic? Vielleicht ist die auch schon verschwunden. Oder gibt es die noch? Ich Das glaube, der war. letzte Stand war, dass es die noch gibt. Da gehen ja immer wieder Taucher runter. Die ist so berühmt. Äh, Ja. da ge da gehen immer wieder Taucher hin. Ja. Das wäre doch stark, wenn die Ja. plötzlich weg ist, ja? Ja. Weil die kann man ja ziemlich genau orten, ja? Ja. Da gibt es einen Zusammenhang zwischen
Pyramiden, also speziell jetzt den großen Pyramiden in Ägypten und Portalen, gibt es dort auch Portale? Also gefühlsmäßig ja. Gefühlsmäßig 100%. Und zwar genau, wir reden von speziellen Pyramiden. In Ägypten sticht ja immer besonders hervor die Cheops-Pyramide, also die große Pyramide und die beiden in der unmittelbaren Nachbarschaft. Später wurden ja dann, wurde der Pyramidenbau wirklich als Grabstätten ja, vorgenommen. Und das sieht man auch an der Entwicklung der Bauweise, denn die Cheops-Pyramide, die ja wahrscheinlich noch viel, viel älter ist, als man sie datiert. Also die älteste, das ist die perfekteste und alles, was später kam, musste sich erstmal baulich wiederentwickeln. Aber auch da gibt es Besonderheiten. Natürlich würden wir auch gerne mal die Cheops-Pyramide untersuchen, aber das ist ganz, ganz, ganz schwierig, dahin zu kommen. Aber es gibt also Leute, Menschen, die auch da mehr, ja, durch Beziehungen, durch ihre Arbeit noch mehr Zugang haben. Und da hat gerade vor gar nicht langer Zeit der Ramon Zürcher eine interessante Untersuchung, Forschungen vorgenommen, und zwar in der Pyramide des Sechemhet. Ramon ist ja der Sekretär von Erich von Däniken, und Erich war auch wieder dort, nachdem diese Pyramide oder die Grabkammer lange wohl verschlossen war und jetzt wieder zugänglich ist. Und da waren die beiden dort gewesen, also Erich und Ramon, und haben nochmal bestätigt, dass das, was man darin findet, eigentlich kein Sarkophag ist. Er weicht in allem von den Sarkophagen der Pharaonen und der Könige ab, denn das ist eine Box, ich sag mal Box dazu, die hat keinen Deckel wie ein Sarkophag, sondern die hat vorne eine Schiebetür. An der schmalen, an der kleinen Seite hat die eine Schiebetür. Und da gibt es ja eben dann diese merkwürdigen Geschichten drumherum, dass der Professor Gonnheim, der da das wohl entdeckt hat, dass der sich ihn da reingelegt hat und dann hinterher Selbstmord begangen hat. Also das wäre keinem angeraten, aber die haben mit Endoskopkameras, mit Kameras, haben dies untersucht, haben auch festgestellt, da drin sind merkwürdige Bearbeitungsspuren in diesem Behälter, sag ich mal, drinnen. Da gibt es Spuren von Kernbohrungen. Und also vieles ist unerklärlich. Und da haben sich die Remote-Viewer, das sind die gleichen, mit denen wir arbeiten, die haben sich damit beschäftigt. Da gibt es drei Videos von Ramon mit den Remote-Viewern. Und da würde ich nach diesen Erkenntnissen sagen, das ist definitiv ein Portal. Und nach den Erlebnissen von dem Professor Gonnheim, die ja da so schicksalhaft waren, könnte man sogar vermuten, ein Portal, was heute noch aktivierbar ist oder aktiv ist sogar. Keiner weiß, was da drinnen passiert ist, während er und später, ich glaube, sein Assistent auch, während die da drinnen waren. Also das sind ganz eindeutige Anzeichen. Der war vielleicht irgendwo, wo es wunderschön war und hat gesagt, da bleibe ich nicht auf der Erde, da übersiedle ich lieber in die nächste Dimension. Wobei Pyramiden gibt es ja auf der ganzen Welt Ja. und Oh, auch das da, ja. könnten ja auch ganz interessante Ja. Orte sein, nicht? Also da ganz in der Nähe von, also ich bin in Wien, ganz in der Nähe von mir, da ein bisschen nach Südosten hinunter. Waldviertel, ja. Ja, da gibt es ja ganz tolle Pyramiden, aber auch überall im südamerikanischen Urwald gibt es ja überall Pyramiden. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Sag, und bei wichtigen Kirchen, also mir fällt die ganze Zeit die Stephanskirche in Wien ein. Das ist ja eine sehr kraftvolle. Also da gibt es ja auch in der Kirche gibt's ein paar Kraftorte. Wenn man dort sitzt, zischt man wirklich ab. Also bei mir ich bin sowieso leicht draußig und da, also da könnten natürlich auch Portale sein, ja. Da könnte etwas
sein, ja, das ist richtig. Und das vermuten wir auch. Es gibt bei der Stephanskirche noch etwas ganz, ganz Besonderes, nämlich vor der Stephanskirche. Unten, da gibt es eine U-Bahn-Station. Ja. Ja, und von der U-Bahn-Station aus kann man in eine Templerkirche gehen. Die kann man besichtigen, kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Und das ist auch immer ein interessantes Anzeichen, die Templer, wo die Templer aktiv waren und wo die Templer ihre Kirchen und Kapellen gebaut haben. Da herrscht besondere Energie und das Spannende ist ja, dass die Templer in der Lage waren, diese Energien zu steuern, zu beherrschen. Die konnten offenbar mehr, als wir heute ahnen. Wir stellen es nur fest, wenn wir diese alten Templergebäude energetisch vermessen, dass die mit den Energien offenbar gespielt haben. Das konnten übrigens auch Menschen noch schon lange vor der Zeit der Templer. Also es muss ein uraltes Wissen gewesen sein. Aber die Templer, die haben das zu einer Perfektion gebracht und auch den Kathedralbau natürlich. Aber selbst die kleinen Kirchen, wir haben schon welche gesehen, die sind zwölfeckig und siebeneckige, ein regelmäßiges Siebeneck und das spielt mit den Energien. Und wer also ein kleines bisschen mit der Wünschelrute umgehen kann, der soll da drin mal Kreise laufen und der wird sein blaues Wunder erleben und seine Rute nicht mehr verstehen. Ganz spannend, siebeneckig, weil du das sagst. Es gibt in der Astrologie ja verschiedene Aspekte, also Beziehungen der Planeten untereinander. Und da gibt es also der Rick Levine, ein amerikanischer Astrologe, ein ganz toller, nennt die harmonischen Aspekte. Da gibt es Septile, wo also der 360-Grad-Tierkreis in sieben Schritten unterteilt wird, was an sich mathematisch nicht gut möglich ist. Und er sagt eben, wenn Planeten im Geburtshoroskop oder auch laufende in diesen Septil oder Biseptilen oder Triseptilen Verhältnissen verbunden sind, dann ist es so eine Öffnung in andere Dimensionen. Ja, und das ist für mich so schön, wenn aus verschiedenen Ja. Richtungen sich dann etwas schließt und dann so ein Aha, ja, so ein Genau, genau das finden wir also auch ja. immer unheimlich spannend, auch wenn wir mit Leuten aus anderen Fachgebieten uns austauschen und plötzlich merken wir, es ist ja das Gleiche oder das eine bestätigt das andere. Hier gibt es also Erkenntnisse, die unsere Forschung bestätigen oder auch umgekehrt. Und das ist genau jetzt wieder auch in dem Fall, ja. Ganz spannend. Ja, mein Lieber, wenn du, also wir werden sicher noch mehr Gespräche haben, das spüre ich schon. Da gibt es so viele Fragen, die da noch offen sind. Und ich hoffe, du nimmst dir Zeit. Wenn man zusammenfasst, was haben Portale für einen Sinn speziell in Bezug auf unsere aktuelle Entwicklung? Also quasi Einstimmung auf die neue Erde. Könnte es da einen Zusammenhang geben? Ja, ich sage es auch hier mal ganz vorsichtig, ja, das könnte einen Zusammenhang geben. Im Moment passiert hier ganz, ganz viel. Auch uns passieren im Moment seltsame Dinge. Für uns vielleicht inzwischen gar nicht mehr so seltsam. Wir wissen aber noch nicht, wohin es geht. Wohin geht diese Entwicklung? Wer wird uns vielleicht sogar dabei helfen, hier in diese Zeit zu gelangen? Da wären wir dann auch schon wieder bei einem neuen Thema, nämlich die Außerirdischen, die heute noch auf der Erde präsent sind, die hier leben und die von zumindest einige davon, die sind in der Lage, die Portale zu nutzen, zu aktivieren. Werden die uns vielleicht helfen? Das ist ein ganz, ganz eigenes Thema. Darüber kann man, glaube ich, stundenlang auch philosophieren und Überlegungen anstellen. Vielleicht machen wir das auch mal.
Machen wir ganz sicher. Mir ist noch was eingefallen, der Professor Kusch, der ja in diesen unterirdischen Gängen und Räumen forscht, da gibt es ja offensichtlich auch Portale. Da gibt es ja ganz spannende Berichte, ja, wo dann jemand plötzlich ganz woanders sich befindet, von da nach dort. Also da Ja. gibt es offensichtlich auch Portale Ja, drinnen. das war der Wiener Physikprofessor Neugebauer, der vor, ich glaube, es ist schon über 20 Jahre her, der dort diese Experimente oder Versuche gemacht hat, mit einem speziell für ihn konstruierten Alphorn, hat er dort in diesen Erdstellen oder in diesen Gängen eine bestimmte Tonreihe gespielt und hat sich jedes Mal an einer doch relativ weit entfernten Stelle wiedergefunden. Gebeamt. Gebeamt, ja. Er hat sich tatsächlich teleportiert und das ist das, was ich auch zu Anfang sagte. Es gibt Portale, die kann man dafür nutzen, um weite Entfernungen zu überwinden. Und das ist ein Beamen nicht in dem Sinn, wie es die Physiker vornehmen. Die Physiker, die sind ja inzwischen in der Lage, Teilchenverbünde zu beamen. Ja, was ist ein Teilchenverbund? Das sind winzige, unsichtbare Zusammenschlüsse von Teilchen. Aber dort wurde ein ganzer Mensch weggebeamt. Und ja, der Heinrich Kusch beschreibt es auch in seinen Büchern und in seinem letzten insbesondere. Da geht er auf diese Technik ein. Und auch das ist für uns noch nicht greifbar, aber es funktioniert durch Frequenzen. Und die hat der Professor Neugebauer damals genutzt. Auch damit übrigens experimentieren wir. Uns ist es noch nicht gelungen, aber ich habe jetzt gehört, auch von dem Dr. Kusch, das hat er in einem Interview gesagt, er hat mal mit einem Physiker aus, wo war der, Rumänien gesprochen. Und der hat ihm bestätigt, dass in Rumänien es eine Stelle gibt, die schon von seiner Universität untersucht wurde, an der funktioniert dieses Beamen ohne ein Alphorn und ohne irgendein Zutun, ohne technische Geräte. Man muss nur an eine bestimmte Stelle unterirdisch in diesem Gang gehen und schon ist man woanders. Auch das würde uns mal brennend interessieren. Wir bemühen uns noch, diese Uni herauszufinden. Ganz spannend. Ach, ist es schön. Ich denke, es ist anspruchsvoll, in dieser Zeit zu leben, aber wir haben uns dafür entschieden und es ist auch wunderschön, gerade für so Forschergeister, für so geistig offene Menschen wie für dich. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und ich freue mich sehr auf die nächsten und ich glaube, unsere Zuseher und Zuseherinnen auch, bin ich ganz sicher. Ja, danke. Ich bedanke mich genauso für die Einladung nochmal und ich freue mich auch auf weitere Gespräche. Ja. Haben wir einige Themen aufgemacht heute.